Kann ich jetzt eigentlich auch mal ein bisschen paradoxlos werden? Natürlich, ich lasse einen Look hier. Wollen wir paradoxlos werden? Das ist ja eine Frage bei uns beiden. Ja, du bekommst zwei Schadenspunkte, du baust dafür zwei Paradoxe ab. Gerne. Sind wir schon wieder im MacPom? Ja. Dann will ich auch keine Paradoxe abbauen. Okay, wie viel bist du denn? 2, 4, 6. Dann gehe ich direkt mal zu irgendeinem Medizinkasten und verbinde mich selbst. Das kannst du so nicht weghalten, das ist Paradoxschaden. Mit dem wirst du das nächste Abenteuerabschnitt reingehen müssen. Was? Das ist ja der Sinn von Paradox. Ich dachte, das kann ich einfach so weghalten. Ja. Jan darf auch zwei Paradox in Schaden umwandeln. Zwei geht noch. Kann ich den mit Leben weghalten? Nein. Könnte ich den bei mir selbst mit Leben weghalten? Nein. Das ist Paradoxschein, da sagt die Realität, aber nee, so nicht, das spürst du. Das ist ein massives Schädelwurm, was ihr in dem Moment habt. Ich bin verletzt. Richtig. Ich auch. Ihr wolltet das so. Beschwert euch nicht. Naja, ich bin besser jetzt als vor dem letzten Akt. Ja, ich glaube, ich muss auch noch Paradox abbauen, ne? Möchtest du? Solltest du. Wobei, wir gehen jetzt in die Kriegsebene. Ich lass es mal. Das willst du doch so. Dass einer von uns richtig sammelt, ne? Ich bin mal so frei. Mhm. Der Flügel. Immer das rechte Fenster. Wollen wir uns mal gucken, wie laut das wird, weil wenn da draußen die lautesten Zahlen sind. Nee, mach mal bitte direkt wieder zu, das ist, während wir die Aufnahme anhaben, ein bisschen kacke. Sonst hört man nämlich alles. Dann müssen wir zwischen den Aufnahmen dann ein bisschen lüften. Okay. Oh, ich glaube, das reicht jetzt noch so weit. So, ihr habt alle dann? Nee, ich bin noch. Ich hab noch 4 Punkte, ich überlege, ob ich noch irgendwas erhöhen sollte. Warte dir auf, das nächste Mal. Ah, Karl ist jetzt erstmal im Prügeln besser geworden, weil er die ganze Zeit immer Leute in die Schläfe hauen muss schon. also Karl jetzt ein bisschen Kraft zugelegt. Bisschen Kraft, bisschen Handgemenge. Bisschen besser mit Ausweichen. Ich will überlegen, ob ich auch Ausweichen und Handgemenge erhöhe. Und ein bisschen sportlich, weil wir die ganze Zeit immer... Wir sind wir sind immer am Rumrennen hier lang und wir darin und durchs Umbra wieder da langlaufen und wir hier langlaufen und da. Der hat ein bisschen Konstitution dazu bekommen, sagen wir so. Jo, ich bin auch. Und Gedanken 5, ja, jetzt. Das heißt, ja. Alter Vater. Ja, wenn die Würfel auch richtig fallen, dann kann ich auch tolle Sachen damit anstellen. Ja, wir sind in MacPom und Elimir kann sich, nachdem ihr ihm seinen Mantel wiedergebracht habt, tatsächlich ein bisschen besser erinnern. Er kann ja euch jetzt zumindest bestätigen, dass er tatsächlich ein Engel ist und aus dem himmlischen Scharen kommt. Er weiß aber immer noch nicht, warum er hier ist. Er kennt so ein bisschen was seiner Geschichte, aber nur die Schreckmäntel irgendwie nicht wirklich Ausschluss darauf geben, was hier passieren soll. Er ist sich ziemlich sicher, dass er für irgendetwas sehr Großes hier hingeschickt wurde. Irgendwas ziemlich Wichtiges. Und er kann euch auf jeden Fall auch bestätigen, dass seine Bezeichnung tatsächlich der vorletzte Engel ist. Warum kann er euch aber nicht sagen? Vielleicht wird da ein bisschen mehr wieder von kommen, wenn er sein Schwert dann auch noch hat. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne mich mal ein bisschen ausstatten mit medizinischen Dingen, also so Verbände und... Ja klar, da werden die ohne Probleme genug bekommen, so ein Täschchen voller Zeug. Mal dabei habe, so ein Pflaster und so ein bisschen Ibo für die Kopfschmerzen. Bisschen hier medizinischen Alkohol, um Wunden zu definieren, genau. Das ist die ganze nützliche Dinge. Ich fange das auch an, weil ich das ja auch kann und brauchen wir, ne? Das ist immer blöd, nur einen Heiler zu haben, wenn der dann ausgenockt ist oder weg ist oder sonst was. Wir trennen uns ja auch. Ja, ein Heiler ist echt unpraktisch, dabei ist der Spieler immer auf jeden Fall zuerst mit den Zaubern und schon geschafft, dass er was erzielen muss. Mhm. Richtig, deswegen duplizieren wir dieses Paket. Ah, okay. Copy and paste. Ja, dann geben wir noch ein paar Chemikalien, mit denen ich irgendwas Lustiges anstellen kann. Mhm. Wäre ich jetzt Kern so hoch gemacht, dass er, du hattest glaube ich Kern 2 und Materie, ne? Können wir aus meinem Schwert ein gepimptes Schwert basteln? Ihr könnt ein Ritual dazu ausfüllen, ja. Dafür wird er einen Wurf auf Räte machen müssen. Und dann sammle ich aber nicht immer Paradox, sobald ich mit dem Ding zuhaue, oder? Nein. Okay. Und ich sammle auch kein Paradox, weil ich das stärke? Nein. Ein bisschen wegkommen. Dann
machen wir das doch mal. Ein Ritual. Jetzt muss ich überlegen. Ich ziehe meinen Handschuh aus. Das Schwert habe ich sowieso in der Hand, das passt. Das heißt, meine Fuki sind im Einsatz dafür. Sonst, was kann ich denn noch sonst Schönes als Ritual machen? Das ist wahrscheinlich passende Formel dafür zurechtlegen und aufsagen müssen. Setzen uns irgendwo hin. Und noch so ein paar hier, da ich ja immer noch Chemiker bin. Chemikalienkreise. Also nicht unbedingt Chemikalienkreise, sondern ein paar Chemikalien, so, die das Metall stärken. Okay. Verwenden. Bisschen Titanienpulver. Ich bin sehr kritisch drauf, was der da macht. Oh, ist ein Sound. Gegen was würfel ich jetzt? Was hast du gewürfelt? 8, 7, 5, 4, 3, 2. Das ist ja schon was. Das ist eine Straße. Nee, die 6 fehlt. Oh. Du darfst eine 2 noch bei 6 machen, dann haben wir eine Straße. Ich denke, 8 reicht, damit das Ritual erfolgreich ist. Die Chemikalien wandern langsam in dieses Schwert rein. Und das hat, wenn man es schwingt, so einen leicht bläulichen Schimmer. Das Ganze ist dann endlich. Nach D&D-Maßstab wäre das ein Schwert plus 1. Wahrscheinlich ist er erhöht den Schaden der Waffe um 1. Dann macht es mit Wegkörperkraft plus 4 Schaden. Okay. Ich habe gerade auch nochmal meditiert. Auch eine 9, 6, 8. Okay. Ja, ich habe es noch nicht ausgewählt, aber ich denke. Dankeschön. Dann hat er keine Quintessenz gekriegt. No. Ach stimmt, meditieren. Hätte ich schon dran gesagt. Dafür hast du keine Zeit mehr, nachdem du jetzt das Ritual mit mehreren Stunden gedauert haben. Das ist alles für einen Schaden. Dann werde ich nur mit 2 Quintessenz rum. Was hast du denn für einen krassen Avatar? Wobei, ein Kehr noch, da kann ich überall mir schön mehr reingehen. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist mir das egal, wo ich bin. Besten Dank. Bitte schön. Nichts mehr gehabt, der du drauf verlangt hatte. Das so ist nicht immer gut. Ich bin ja aber sehr bei dem Ritual dabei, kann das richtig. Jetzt habe ich noch die perfekte Idee. Ich würde gerne meine Revolverkugeln in giftige Chemikalien tunken. Wenn das noch akzeptiert wird. Ich glaube, du hast deinen Zeitslot, den du zwischen dem letzten Start und diesem Akt hast, dann im Plan für das Ritual drin. Dankeschön. Dankeschön. Dann muss ich beim nächsten auf. Ja, es steht bei euch eine Reise auf die Schlachtfelder des Krieges an. Die Frage ist als erstes, wen möchtet ihr dorthin mitnehmen? Wir haben da so einen Typen in der Vollplatte. Das ist richtig. Den großen Werber oder den Ritter? Den Ritter mit Vollplatte. Ich finde Ritter mit Vollplatte cooler. Das ist ein Kriegsschauplatz. Ritter mit Vollplatte. Gerade im Umbra, da kommt das auch nicht so komisch an. Der Ritter mit Vollplatte war eh der Vorsteher da von dem. Ja. Kann er irgendwie in der Retter nicht zum Spaß rum wahrscheinlich, ne? Er rennt dieser Rüstung rum, weil die ihn halt sehr stark beschützt. Er weiß aber auch, dass dieser Rüstung zum Beispiel unheimlich langsam macht und unheimlich laut ist. Das funktioniert dann nur auf einem Schlachtfeld, wo die Gegner auch in irgendwie mittelalterlichen Waffen kämpfen oder gegen Magier, wo er tatsächlich magische Schutzrune der Rüstung drin hat. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt und ihn auf ein Schlachtfeld führt, wo Leute mit MGs um sich schießen, ist er halt echt aufgeschmissen, ne? Das ist ein Schlachtfeld im Umbra. Ich denke mal, MG ist nicht so unbedingt. Wer weiß. Ist das Umbra? Da kann alles passieren. Zum Beispiel ein Rätsel, wo Hexadezimalzahlen vorkommen. Da kamen ja noch nicht mal Hexadezimalzahlen bei vor. Ja. Doch in einem Schritt. Ja, es waren alles nur Binärzahlen. Ja, und das musst du dann Hex und dann daraus die Schalterzahl erzählen. Nö, das musst du kein Hex machen, du gehst das Ding einfach normaler an sich durch. Ja, so wie du ein Array betrachten würdest. Ich weiß nicht, wenn er so behäbig ist und so durch die Rüstung. Dicker Werwolf. Ich glaube, der ist ein bisschen universeller und kann auch Portale öffnen. Und was ist, wenn er damit 7 Silberkugeln um sich schießt? Ja. Was, wenn er mit Atomwaffen um sich schießt, sagen wir alle. Das wäre das erste Mal Umbra, aber ja. Let's do the formal out again. Ja, also den dicken Werwolf. Okay. Oder? Das war eine Frage. Ja, dann den dicken Werwolf. Ihr nehmt also Ansus mit. Schon wieder. Richtig. Ist der eigentlich fit? Ja. Gut. Der hatte jetzt eine Zeit. Ihr habt ja zuletzt Calm dabei gehabt. Ja. Ich muss ja schon wieder. Also letztes hatten wir doch die Kleine dabei. Wie lernen wir davor mit? Im Werwolf. Ah ja, beim Ausrauben des Post. Postkutsch. Richtig. Die kleine Werwölfin hat bei eurer Rätselplot auch nichts zu tun gehabt.
Wir bedanken uns trotzdem für die Reise. Ja, der meiste Zulöffel wurde virtuell erlebt. Ja. Da habt ihr tatsächlich mal mitgenommen, der Dinge abdeckt, die ihr selber nicht könnt. Das ist richtig. Von uns kann sich auch niemand in einen Werwolf verwandeln. Ja, okay. Weil das mit genug Leben schon wieder so eine Sache ist. Wenn man ein Leben hat und ein bisschen was im Kern und Kräften, dann könnte man das wahrscheinlich simulieren. Ja, aber ein bisschen Materie. Zum Glück war da kein Rätsel. Bitte halt hier deine Werwolf-Pranke drauf, um die nächste Tür zu öffnen. Das wäre blöd gewesen. Ich hätte dieses Rätsel einbauen sollen, nur dann, wenn ihr ihn dabei habt. Nee, oder wenn wir keinen dabei haben, dass wir nochmal zurücklatschen können. Ja, nee, das wäre echt lame. Zurück wenn wir wahrscheinlich gar nicht hier kommen. Die Türen waren auch zu, oder? Nach hinten raus? Ja, oder teilweise waren auch keine Türen nach hinten da. Ich wollte gerade sagen, im Wald war sie ganz weg. Also von daher... Im Wald war sie ganz weg und als wir aus dem Wald wurden wir auch rausgeportet in den nächsten Raum. Da wird wohl auch keine Tür gewesen sein. Richtig. Richtig. Ja, gut. Das Konzept dieses Turms war nicht, dass man vorwärts und rückwärts laufen kann, sondern nur man kommt vorwärts voran. Bis dahin, wo man hin will. Ja, genau genommen kommt man genau dahin, wo man hin will. Man muss nur bis dahin genug Rätsel gelöst haben. Oder sonst hat man halt lange Zeit, diese Rätsel zu lösen. Wenn man dann sehr lange darin feststeckt. Ja, zur Not kannst du doch, ja, wahrscheinlich schwierig da drin und holen, die Realität zu. Richtig. Okay, das Schwert, genau, Schlachtfelder der Linksbums des ewigen Krieges, oder der Krieger. Schlachtfeld des ewigen Krieges. Ihr bereitet wahrscheinlich per Ritual vor, dass eure Reise ins Umgrab beginnt. Genau. Habt wieder dieses hübsche, erst hoch, dann tief, dann lang, dann weit, bis ihr irgendwann vor euch einen so langsam Bereich seht, der größer wird, auf den ihr zulauft. Und ehe ihr euch irgendwie verseht, macht ihr so viel von Schwupp und ihr landet auf einem irgendwie dreckigen Erdboden. Es regnet, es ist nass, ihr hört um euch herum viel Knallen. Ich hab doch schon geduscht heute. Oh, ich gehe in Deckung. Und bei dem Matsch, der hier ist, wird es wahrscheinlich nicht, wirst du hier nicht sauber werden. Eher im Gegenteil. Ach, so ein richtiges Festival-Feeling hier. Was Festival-Feeling mit aber richtig, richtig dreckigem Wetter. Das ist halt überall Krachen zu hören und wie den. Ja, klassisches Metal-Festival. Was? Nee, das Krachen, das mehr so klingt, als hätte jemand über euch gerade einen MG abfeuern. Gut, dass wir den Typen in der Frontleine nicht dabei haben. Mhm. Ja, noch irgendwas an Krachen, so. Ja, ab und zu haben wir so laute Boom! Okay, es ist doch ein Schlachtfeld eines modernen Krieges. Können wir denn einschätzen, wie weit wir vom Hauptschlachtfeld entfernt sind? Oder da, wo die Party hatten? Wirf nur auf Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, wie du das Ganze einschätzt. Okay. Also deine Einschätzung nach seid ihr irgendwie in einem Randbereich eines größeren Kampfes, irgendwie ein Stückchen hinter der tatsächlichen Schlachtlinie. Die Geschütze, die in eure Richtung fallen, sind halt mehr so das, was quasi von der Schlachtlinie rüberkommt zu euch. Nein, das hat jetzt nur gegeben, was ich mit dir nachher nur wegtun. So. Lass dich nicht riskieren. Also wir stehen noch nicht mitten im Gefecht, aber es ist auch nicht weit weg. Richtig. Und wo müssen wir jetzt hier hin, um das Ding zu finden, was wir suchen? Das Schwert. Das weiß man nicht. Kennt ihr das nicht spüren oder so? Wenn wir ein Foto von hätten. Kann man mit Magie gespüren die Richtung ausmachen von dem Schwert? Diese ganze Ebene hier ist unheimlich magisch. Habe ich mir schon gedacht. Das ist so, oh, ich mache Magie gespürt. Oh, überall sind bunte Lichter. Jedes Mal, wenn es knallt, wird es hier noch roter vor meinen Augen. Ist das halt eigentlich so eine weite Ebene? Oder? Also, es ist schwer hier weit zu sehen, weil es ziemlich stürmt und regnet. Aber scheinbar, so wie es einschätzt, ist halt quasi, wenn ihr seid halt ein Stück hinter der Schlachtlinie und die Schlachtlinie scheint irgendwie so aus Gräben zu bestehen und Stacheldrahtrollen, die da aufgebaut sind, und hier und da mal einen Bunker. Ich gehe los in Richtung Schlachtlinie.
Ja, hier ist das Schwert nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Will mir das erstmal ein bisschen näher angucken. Kommt ihr mit? Oder lass hier. Ja, geh mal vor, ich geh hinterher. Ich will eher nicht mitgehen. Sag mal Bescheid, wenn du irgendwas siehst. Ja, ich will erstmal irgendwie, keine Ahnung, gibt es da irgendwo eine leichte Erhöhung, dass ich mir mal einen Überblick verschaffen kann, vielleicht die andere Schlachtlinie erahnen kann. Also du kannst dich mal zu den Gräben begeben und wirst wahrscheinlich gezwungen, sobald du da ankommst, schnell in diesen Graben reinzuspringen, weil von der Gegenseite das Feuer eröffnet wird. Mhm. Und dagegen hilft ich nur unten in den diesen Gräben drin sitzen und Kopf einziehen. Okay, sitzen andere Leute schon drin? Ja, tatsächlich, da sind Soldaten und die sehen halt. Das ist halt alles, was sie tragen, ist halt irgendwie grau, die haben irgendwie so einfache Gewehre, Pickelhauben auf dem Kopf, schäbige Uniformen, die teils zugesippt sind. Wenn du zwischen Feuerstößen mal rüberguckst, guckst du dann auf die andere Seite rüber, wo irgendwie die Gegenüberfraktion scheinbar irgendwie in ihren Uniform vielleicht ein bisschen mehr Rot-Blau mit drin hat, das ist aber auch alles, dann sieht es da halt ziemlich genauso aus und du kannst dann auch nicht lange rüber gucken, weil sofort kurz danach Schüsse in deine Richtung segeln. Na klar, aber die Soldaten in dem Schlachtenraum reagieren nicht irgendwie feindlich auf mich. Oder? Nein, die behandeln dich halt so, wie sie es weiter umgehen würden, wenn ein anderer Soldat vorbeikommt. Sie ärgern sich darüber, dass der gerade von seinem Posten weg kann, aber der wird wohl Befehle haben. Okay. Ich guck so ein bisschen über den Graben rauf und wink euch zu mir. Ja, euch bietet sich das gleiche Bild. Ihr seid in einem Schützengraben. Ihr seht, wie irgendwie neben euch gerade ein Soldat zu Boden sackt und irgendwie laut schreit und irgendwie seinen Arm festhält. Der hat nur gerade versucht, rüberzuschießen und wurde halt hier im Arm getroffen und sieht halt, wie da Blut langsam raustropft und irgendwie im Graben unter ihm in den Schlamm runtertropft, der sich halt leicht rötlich färbt. In den Matsch, dass er ziemlich schnell wieder untergeht und es kommt halt kurz danach ein Sanitäter angerannt, der jemand irgendwie im Verband grob seinen Arm zubindet und ihm irgendwie eine Spritze in den Arm reinrammt, irgendwie ganz so grobe Metallspritze und dann heißt es halt hier nicht weiter beschweren, los, weiter feuern und dann muss der wieder auf seinen Posten und regelmäßig hochgucken und schießen. Warum hast du uns rübergewogen? Ist doch da scheiße hier! Ich gucke unseren Soldaten an. Soldat, wo geht's zum Kommandobunker? Danke, Sir. Und deutsch hat den Namen runter. Danke sehr. Ich gehe wie mir geheißen. Schraub hinterher. Ja, es ist halt, also das Vorankommen hier ist echt ätzend. Das ist halt so ein Graben, wo sich halt unten das Regenwasser drin sammelt. Es ist halt alles matschig und sippig. Man kommt halt einfach nur langsam voran. Ab und zu muss man einfach anhalten und erstmal versuchen, den Fuß wieder aus einer Pfütze rauszuziehen, wo der halt auch deutlich tiefer im Schlamm versunken ist, als man erwartet hat. Ihr braucht also recht lange, bis ihr da überhaupt irgendwie vorwärts kommt. Und kommt halt irgendwie nach einer Viertelstunde so schnell wie möglich, aber doch ziemlich langsam vorwärts bewegen, an der Seite von einem Bunker an. Das Ganze ist halt irgendwie so ein richtig alter Betonbunker mit Stahltüren an den Seiten. Obendrauf irgendwie so Tarnnetz grob drüber gelegt, damit er so gut wie es geht verstecken kann. In den Bereichen davor liegt halt irgendwo Stacheldrahtrollen. Die Türen sind auch geöffnet, geschlossen, stehen da Wachen vor? Da stehen Wachen vor jeweils, 2 Stück. Okay, ich gehe extrem selbstbewusst und straight darauf zu. Also wenn du ankommst, kreuzen die halt ihre Waffen und lassen dich so nicht rein. Okay. Wir müssen zum Befehlshaber. Wer setzt sie? Ich stelle mich so daneben, neben ihn da drin und sage, das ist sicher, ich bin Kommandant Krausson, lassen Sie mich rein. Und versuche dann mit Gedanken, die irgendwie zu überzeugen. Natürlich. Dass sie mir das auch glauben, obwohl sie keinen Kommandant Krausson kennen. Du dürftest noch einen mitnehmen. Also ich habe jetzt 6, ja. Das sieht doch mal aus. 10, 9, 9, 6, 5, 4. Ja, die nehmen Gewehre weg, stehen still, salutieren. Jawohl, Kommandant. Weiter so. Und ich wink euch mir rein. Innen drin kommt ihr in einen Bunker rein, es ist tatsächlich unheimlich angenehm, hier reinzukommen, weil zum ersten Mal auf dieser Ebene fällt euch nicht mehr Regen auf den Kopf. Aber dafür hört man es halt von draußen prasseln, wie es auf die Decke des Bunkers steckt. Und es ist halt viel angenehmer. Hier drin ist es auch recht trocken, nur ein paar Ecken sind hier und da ein bisschen feucht gelaufen. Es gibt quasi eine Treppe nach oben, die in so einem, diese typischen Bunkerebene, wo man halt so ein
Blick nach vorne draußen hat, wo irgendwie zwei MGs aufgebaut sind mit Soldaten dran, die regelmäßig rattern über das Schussfeld schießen, wahrscheinlich hier und da irgendwie noch Gewehre bereitlegen, damit man dann ab und zu auch mal so schießen kann. Die Treppe nach unten führt in quasi so einen Kommandostand ähnlichen Raum, wo man in der Mitte einen Tisch hat mit Kartenmaterial drauf, irgendwie eine so ein Aufhängwand an der Seite, wo mehrere Karten draufgegangen sind, wo auch irgendwie bunten Linien eingezeichnet ist, wer gerade wo ist, diverse Markierungen für verschiedene Verbände und es stehen halt irgendwie 5, 6 scheinbar offensichtlich hochgradige Offiziere in so einem ja, recht sauberen Uniform, das Maximum, was man hier halt hinbekommt, mit Pickelhaube auf und irgendwie vorne möglichst viele Orden auf der Brust. Und die halt über diesen Tisch gebeugt stehen, halt die bereitschlagen, wenn wir Trupp 7 hier vorbelegen, dann können wir dann einfach, aber dann wird die dritte Armee vernachlässigt. Wir sollten hier, die diskutieren halt über militärische Schlachtpläne. Hm. Ich gucke einen von euch an, ob er vorgehen will oder sie. Was? Ich gucke einen von euch, ja, okay, ich gehe schon. ja, dann gehen wir rein. Ich weiß nicht, was wir dich fragen sollen. Habt ihr ein Schwert gesehen? Nein, ich will das schon nicht wieder machen. Die ignoriert euch erstmal, wenn ihr da reinkommt. Ich trete mit an den Tisch. Also, du wirst halt so gesehen nicht beachtet. So. Die sind halt sehr fokussiert auf das, was sie da besprechen. Okay. Kannst du ja zuhören. Und ich gucke mir den Plan mal ein bisschen an. Mhm. Und versuche... höre ein bisschen zu und versuche irgendwann einen möglichst geistreich, taktisch sinnvollen Kommentar dazu zu machen. Mit meiner brillanten Geistesschärfe werde ich das sicherlich hinkriegen. Das heißt nur eine Fähigkeit, was ansatzweise dein taktisches Verständnis widerspiegeln würde. Geistesschärfe. Das ist keine Fähigkeit. Fähigkeiten. Akademisches Wissen? Nein, ich wüsste nicht, was da. Vortrag. Keine Ahnung. Also ich würde sagen, sowas wie. Also du im Endeffekt versuchst du jetzt was zu erfinden. Den irgendwie etwas vorzuerzählen, von wegen dieser Schachzug wäre klug. Genau. Dementsprechend wäre das Ganze ausflüchten. Plus Geistesschärfe. Das habe ich ja sogar. Ausflüchten plus Geistesschärfe. Das sind 6. Das ist leider nur eine 1. Das ist nur eine 1. Das macht also die 7 und die 4 weg. Das ist also ich... Ich schlage also vor, dass sie ihre eigene Truppe für nichts und wieder nichts opfern. Naja, du stellst dir etwas vor und die wählen das Wort. Naja, das ist totaler Blödsinn, seien sie leise. Wir sollten viel lieber hier. Wir sollten die dritte Artillerie endlich vorbewegen, dann haben wir mehr Möglichkeiten. Nein, die Artillerie müssen wir zurückbehalten. Wenn wir die zwei vorbewegen, dann könnten die Angriffe eines schnellen Kavallerievorstoßes sein. Wir sollten viel mehr und dann sind die halt wieder hier im Element. Okay. Ich möchte mal mich dann grundsätzlich umschauen, während er da versucht, sich einen abzustammeln, ob sich noch irgendwas in diesem Bunker befindet von Interesse. Wahrscheinlich wie mehrere Truhen mit persönlichen Sachen, wahrscheinlich ein paar Feldbetten, eine kleine Feldküche, wo man wie so einen Bunsenbrenner hat und ein paar Töpfe, so eine Kaffeekanne, wo man halt unten Pulver irgendwie halt Kaffeesatz reintun kann, Wasser drauf und das halt auf so einen Bunsenbrenner hitzen kann, um Kaffee zu machen, die ist wahrscheinlich im regelmäßigen Gebrauch hier. Haufen Blechtassen, irgendwie. So, alles, was halt so ein Offizier braucht, um das ein Kommandobunker zu haben. Also wahrscheinlich auch keine Kiste, wo groß und fett Schwert draufsteht. Nein. Dann sag ich mal anders in die Runde. Meine Herren, wir sind auf der Suche nach dem Schwert. Irgendwie einer guckt dich groß an, was für ein Schwert? Hätte ja klappen können. Das Schwert. Das Schwert, genau. Nein, ist dann anders gefragt. Ist hier in der letzten Zeit irgendetwas vom Himmel gefallen, was nicht der eigene oder gegnerische Beschuss war, vorzugsweise in Verbindung mit einem grünen Leuchten? Ja, wir vermuten, dass diese fiese Sau von Ferdinand da drüben so etwas hat. Das könnte tatsächlich ein Schwert sein. Er hat ja kürzlich was aufgetrieben, was er benutzt. Und das hilft ihm wohl dabei. Deswegen sind wir momentan so in der Bresolie. Wir sollen unbedingt hier die Artillerie da, wie weißt du nicht, auf der Flanke? Also man gönnt dir nur kurz Aufmerksamkeit. Und Leute, wie wär's mit Senfgas? Entschuldigung, unsere Senfgasvorräte sind seit 3 Monaten alle. Das Neue wird wahrscheinlich erst später aus dem Kommandostab kommen. Na, scheiße. Haben wir auch schon ausprobiert. Du bist der Chemiker, der das hier herstellen könnte? Mit welchen? Theoretisch könnte ich ihn...
Zumindest chemische Bomben herstellen, ja. Mit welchen Mitteln? Wahrscheinlich, du hast Materie auf was? Du kannst aus Wasser und Wassersenfgas herstellen, wenn du willst. Ich habe Materie auf drei, ja. Kannst aus Wasser und Wassersenfgas herstellen? Ja, du kannst hier quasi Senfgas regnen lassen. Das ist richtig. Die Frage ist, mit wie vielen Paradox ist das verbunden? Nee, ich würde eher aus Wasser... Du würdest Wasserstoffbomben... Wasserstoffbomben wären hier schon Paradox. Ja. Hallo, wir sind gerade auf dem Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg. Es kommt auch irgendwie ein Paradox vor. Ja. Ja. Das ist die Realität aber anders. Wissen wir, wo dieses Schwein diese Waffe hat? Wahrscheinlich in seinem Kommandobunker. So, da haut ihr doch alle seine wichtigen Dinge. Und wir mögen das ja auch hier haben. Wissen wir, wo sein Kommandobunker ist? Ja, die zeigen ja auf der Karte. Und die sitzt ja ziemlich gegenüberlegt zu ihrem eigenen Kommandobunker. Das ist ja, sie meint sich auch gebaut hier. Okay, Also, nicht genau, aber in der Nähe. Also werden wir euch dabei helfen, den zu knacken? Ich. Natürlich werdet ihr das, dafür seid ihr doch hier, Soldat. In kürzester Zeit. Ja, warum sind sie überhaupt hier drin im Kommandobunker? Wir sind diese spezielle Sondereinheit. Oh, der Erzherzog hat also was hinterhergeschickt. Sehr gut. Wollte ich gerade sagen, sehen wir aus wie gewöhnliche Soldaten? Haben wir. Ja, natürlich. Ich guck mal kurz an mir runter, habe ich irgendwie eine normale Uniform an? Ja. Oh! Also jetzt, wo du darauf achtest, du trägst ja tatsächlich eine Uniform und hast wahrscheinlich auch entweder deinem Gürtel noch so ein Pickenhaubenhemdchen in der Hinterhand. Ich auch? Ja. Okay. Ja, wir sollten uns als solche tarnen. In der Tat sind wir eine Kommando-Spezialeinheit. Sehr gut, sehr gut. Entsandt wurde. Der Feind sollte keinen Verdacht schöpfen. Wir sind hier, um... Das sind eh nur die Österreicher, die kriegen sowas eh nicht mit. Unterschätzen sie den Feind nicht. Meine Geschichtskenntnisse zu dieser Zeit sind so unfassbar schlecht. Aber ich habe die ganze Zeit dieses Bild von Sucker Punch vor Augen. Kennt ihr den? Ja, natürlich, das ist ein großartiger Film. Ja, und ich bin gerade genau in diesem Szenario. So fünf Leute, die da absolut nicht reinpassen im Ersten Weltkrieg. Ja. Du hast deine vier dabei, oder? Ja, meine vier dabei. Fünf Leute, die da absolut nicht reinpassen im Ersten Weltkrieg. Ja. Okay. Ich hätte auch einen Revolver dabei. Marke, ich weiß nicht, ob es die Werfung gab. Ja. Nein. Das war noch so die Zeit, wo man Luga verwendet hat. Wollte ich gerade sagen. Ich habe zwei Waffen dabei, die nicht in diese Zeit passen. Ich habe ein Schwert dabei, das passt auch nicht in diese Zeit. Aber ich habe gar keine Waffen dabei. Hope hat wahrscheinlich auf ihrem Helm irgendwie oben noch so ein Blümchen reingesteckt. Ja. Und so ein Peace-Zeichen drauf. Ja! Finden Sie das witzig, Soldat? Das hatte man zu der Zeit auch noch gar nicht. Ja. Peace, das wahrscheinlich hat sich drauf gemeint, es kann nur keiner was mit dem Symbol anfangen. Ja. Make laugh, no war. Wow. Sagt, das Peace-Zeichen kam erst zur Zeit des Vietnamkrieges auf. Ja. Ich weiß nicht, wo das seinen Ursprung hat, wenn ich ehrlich bin. Die ganze Hippie-Bewegung ist im Vietnamkrieg. Genau, ja. Das war das, wo in Full Metal Jacket, wo er das Symbol drauf hat, ja, und genau. Der dafür zusammenscheißt. Das war genau die Zeit. Ja, das meine ich ja. Finden Sie das witzig, Soldat? Irgendwie sowas sagt er da. Ja, Private Paula. Wir sind hier, um... Nee, der hat den Vietnamkrieg nie gesehen. Das stimmt. Wir sind also hier, um den gegnerischen Kommandobunker auseinanderzunehmen. Sehr gut, wie werden Sie das tun? Unsere spezielle Sondertaktik. Ich denke, wir sollten anfangen, den Angriff mit Giftgas vorzubereiten. Während sich die feinen Schweine dann in ihren Graben zurückziehen, sollten wir die schwere Artillerie schräg hinter den Kommandobunker ziehen, um den gegenüberliegenden Kommandobunker bombardieren zu können. Gerade im konzentrierten Gebiet drumherum, um gleichzeitig einen gezielten Vorstoß von dieser Stellung aus frontal nach vorne zu starten. Nein, nicht frontal, sondern über die Flanke rum. Natürlich das nicht. Sehr interessant. Ich gehe aber davon aus, Sie werden diesen frontalen Anschluss anführen. Das werden Sie sehr gut machen. Wir werden sehr stolz auf Sie sein. Verlegt die Artillerie! Ich mache mich dann erstmal die Produktion von Senfgas. Wer ist mit was, was deren Atemmaskenfilter noch nicht kennen? Chlorgas. Gas?
Das ist mir völlig egal, ob es das da schon gab. Du hast in Chemie aufgepasst. Und nee, das ist die Frage, gab es das damals schon Candy-Filter, das Filter? Am besten irgendwas nehmen, was sich einigermaßen zügig verflüchtigt, sodass wir da nachher hinlaufen können und deren Filter am besten noch nicht filtern können. Gott, wir planen gerade sowas wie... Ihr macht halt einen Massenmord. Das ist halt... Wow! Im Umbra. Das ist halt nicht der echten Welt. Ich weiß ja nicht mal, sind das echte Menschen hier oder was ist das? Was ist das Geister hier? Von echten Menschen, die nach dem Krieg noch keine Ruhe gefunden haben und dementsprechend weiterkämpfen müssen, bis sie Ruhe finden. Ja, irgendwie sowas. Aber wir schenken ihnen doch ihre letzte Ruhe. Wird dann sehr, sehr qualvoll tot. Und naja, ob das wirklich Ruhe bringt, ist halt was anderes. Unter Umständen tauchen sie dann einfach wieder neu hier auf und müssen weiterkämpfen, weil es halt keine Ruhe ist, die sie bekommen, wenn sie wieder brutal abgeschlachtet werden. Kann man nicht irgendwas wieder. Sehen, was nur betäubt und nicht gleich umbringt? Ich habe von Chemie keine Ahnung. Soll ich jetzt Chloroform in großen Mengen da reinpulen? War hier nochmal der pazifistische Charakter, der nur zur Gewalt greift, wenn er sich wehrt? Wann habe ich das behauptet? Vor am Anfang. Am Anfang war ich der Meinung, ich sollte gasten, was ihre Gasmasken noch nicht kennen. Ja, und ich finde den Einwand gar nicht so schlecht. Außerdem, die haben auf mich geschossen. Ich habe rübergeguckt, die haben auf mich geschossen. Ich hatte den vorher nicht getan. Was guckst du denn auch da rüber? Ich trage eine feindliche Uniform. Wie wäre es einfach mit großen Mengen Lachgas, dass sie einfach ohnmächtig werden, alle? Das ist nicht schädlich und... Aber leicht zu filtern. Ja, aber ich denke nicht, dass sie auf dem Schlachtfeld ein Lachgas... Im Gegensatz zu Senfgas ist Lachgas ja auch nicht sichtbar, also durchsichtig und bildet keine Nebelschwaden oder Wolken. Könnte man versuchen. Die werden ihre Atemmasken ja wahrscheinlich auch nicht konstant tragen, oder? Nein. Selbst wenn auch, wenn ein Gasalarm kommt. Eben. Ja. Von daher kannst du ja... Deswegen finde ich die Lachgas immer gar nicht so schlecht. Und dann tut mir auch keinem weh. Es sei denn, die anderen Soldaten stürmen dann rüber und dann schießen sie alle, aber das sei mal dahinter gestellt. Naja, das führt ihr ja an. Ja. Du könntest, oder wir könnten, wir haben damals das Gas auf die andere Seite gebracht. Artillerie. Du hast mit Kartuschen rübergeschossen, so das ging. Oder man hat es dann oftmals gemacht, wenn der Wind richtig stand hat und bei sich die Kartuschen aufgemacht und es einfach rüberlaufen lassen. Ja, man, ein paar Dinger kamen aus Flugzeugen. Also ich finde die Artillerie-Geschichte gar nicht schlecht, weil wir die ja sowieso in Stellung bringen. Dann können wir die mit Lachgas-Artillerie beballern. Die lustigste Artillerie von allen. Weil ich gerade auch noch irgendwie an Säure denken muss, der hätte ich auch irgendwie. Sauren Regen gab es noch nicht im Ersten Weltkrieg. Das heißt nicht, dass man den nicht hinbekommt. Aber ich versuche das erstmal mit Lachgas. Das wird sich gut machen. Weil das doch echt fies wäre, wenn du hier sauren Regen produzierst und die sitzen alle und verätzen sich komplett. Das wäre so richtig böse. Vor allem, wenn sich das alles in den Gräben sammelt, hast du entweder die Möglichkeit, in dem Graben in dem sauren Regen zu sitzen oder dann rauszukrabbeln und erschossen zu werden. Ich würde mich fürs Erschießen entscheiden. Das geht wahrscheinlich schneller. Ja. Wenn du Glück hast. Ich merke schon, ihr sammelt hier schon Ideen für die nächsten Schattenjäger-Runden. Für mich natürlich. Wir machen hier eine Denkwerkstatt draus. Ja. Also, sauer Regen oder Lachgas? Lachgas. Lachgas. Gut. Dann versuche ich mal Lachgas herzustellen. Ja, Würfel auf. Ich habe eine Alternative. Wie viel Materie hast du nochmal? 3 und Kern 2 würde ich dafür verwenden. Okay. Kann ich eigentlich mit Geister 4 auch Geister irgendwie befreien? Wenn du sagst, das sind alles gequälte Seelen, das sind alles Geister. Du könntest einen Geist binden, du könntest ihn damit mitnehmen. Ja, wohin werden in die reale Welt? Ja, zum Beispiel. Was soll er da? Keine Ahnung, was du mit ihm vorhast. iPhone kaufen. Nein, aber die Frage ist, aber das kann ich nur mit einem Einzelnen machen. Ja, also eine Massenbefreiung finde ich hier tatsächlich schwierig. Ich sagen, wenn ich versuche, all diese Geister zu befreien, könnte ich versuchen, all diese Geister... Oh! Bitte spring uns nicht selbst in die Luft damit. Das ist was überbleibt. Du machst also Kartuschen für die Artillerie. Das ist das, was überbleibt. Super. Die Artillerie feuert und auf der Gegnerseite regnet ein bisschen Wasser runter. Nee, es landet eigentlich nur eine Kartusche mit Wasser unten. Ja, richtig, die platzen in der Luft auf, die sind ja so probiert, dass sie aufgehen, weil da ja Gas rausströmen würde, was ich denn darauf niederlegen soll. Und naja, es kommt halt nur Wasser raus. Ich nehme den Feldstecher zur Seite, mit dem ich das beobachtet habe.
Der Kommandostab ist nicht begeistert von eurem Versagen. Was war das? Das war Schritt 1. Schritt 2 kommt noch. Ja, ich hoffe, Schritt 2 ist erfolgreicher, sonst müssen wir uns gerade wieder für wichtigere Dinge einsetzen. Als Schritt 1 ist wichtig, damit Schritt 2 funktioniert. Dochsäure. Wasser ist der Katalysator für Schritt 2. Sie machen was. Wir geben Ihnen noch eine Chance. Das hat nicht funktioniert. Das ist extrem blöd, es regnet ja die ganze Zeit. Gas hat nicht funktioniert. Säure. Ich bin gerade noch am überlegen, ob wir das irgendwie geschickter machen können mit dem Thema, wir befreien unsere Geister oder wie auch. Kannst du, wie viele Leute kannst du gleichzeitig mit deinem Gedanken, weiß nicht, wie viel schlafen legen? Gute Frage, Nils. Wie viele Leute du schlafen legen? Oder wie viele Leute kann ich generell beeinflussen mit? Oder ist nicht dran, wie viele Erfolge du hast. Du kannst Erfolge einsetzen, um mehr Leute zu erreichen. Ob die jetzt also sich schlafen legen, also maximal, oder auch maximal Leute. Ins Nirvana. Nee, einen brauchst du mit Unfall, so maximal 6 Leute. Ja, es kann ja sein, dass das auch so wirkt wie bei Linguistik. Jeder weiß, der Erfolg nicht, das ist so schade. Also ich kann jetzt nicht die ganze Gemeinschaft hier. Quasi einen ganzen Frontabschnitt auszunocken mit mit Gedanken ist schon nicht ohne. Da würde ich schon erwarten, dass du irgendwie gegen 9, also ich würde dich in die Würfel lassen, gegen 9 nur 3 Erfolge sehen oder sowas, das wäre dann okay. Oder du müsstest halt so irgendwie für jeden einen Erfolg würfeln. Ja, 3-9, das ist eine, ja, die Chance ist halt schlecht, aber. Hast du mich würfeln sehen? Heute hast du schon ganz gut gewürfelt. Ja, der eine, und das war für den Rest des Abends mein Würfel. Wenn dir eine mal fehlt, dann machst du einen Willenskraftpunkt da rein. Bei Willenskraft muss man vorher ansagen. Dann hau vorher einen Willenskraft rein. Nein, das ist Verschwendung, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Du meinst genauso wie mit der Psi-Klinge, wo ihr einfach viermal hintereinander und dann hat es eigentlich geklappt. Ja, und mit Lea machst du dann noch die Nummer. Kann ich die mit Geister irgendwie befreien oder. Also du kannst quasi versuchen, die zu vanischen, sodass die halt weiter gezogenermaßen weitergehen in das Reich der Toten. Das könnte man als Ritual machen, das halt auszudehnen, um hier viele damit zu erwischen, aber das wird halt lange dauern und wird halt auch schwierige Würfe erfordern. Und sonst wird halt unter Umständen einfach nichts passieren, weil Fünferling zuerst die schwachen Geister vertreiben und die stärkeren würden halt da bleiben, was wahrscheinlich die sind, die in der Nähe des Schwertes sind. Ja, aber dann habe ich schon mal einen Teil weg. Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, gerade weil es halt auch, wie du schon sagst, das ist eigentlich, damit versuche ich die ja zu erlösen und wir lassen sie nicht in die Säure regen kaputt gehen und dann stehen sie wieder hier auf dem Schlachtfeld. Ja, immer die Australier und die Säure regen. Das ist eine Reinkarnation. Also ich finde die Idee gar nicht schlecht. Was machen wir jetzt? Was ihr macht, ist mir egal. Wartet ein bisschen. Ich gehe nach Hause. Ich suche mir eine ruhige Ecke in dem Kommandobunker, gerne irgendwo in einem Keller oder in irgendeiner Schlafecke oder sowas. Naja, also ruhig ist das nicht. Ihr habt ja zwei Bereiche. Oben ist der mit den Gies, unten ist der, die am Plan sind. Und die sind auch. Die hören mit dem Diskutieren nicht auf. Wie lange können wir auf das MG-Feuer verzichten oben? Dann nehmen sie ja auch noch ganz viele. Also, solange da gerade kein aktiver Angriff von der anderen Seite kommt, könnte man die da ein bisschen rausschmeißen, oder? Ja. Natürlich kann in den Bunker oben halt auch reingeschossen werden, in das MG-Nest. Der ist halt nach außen offen. Stell dich an den Bunker. Haben die keine Schaden? Also keine Lungen? Nein, nichts, was unter man. Wir sind hier im Ersten Weltkrieg ungefähr. Da darf das nicht, da war das. Vor dein Zimmer rückwärts, nimmer, es wird sich nicht versteckt, das wird angegriffen. Entschuldigung. Oh. Der vielsagende Blick zum Mikrofon. Ja, Säure? Nein. Nein. Die Hippie-Wort hat gesagt. Also nicht einfach nochmal. So scheiße können wir gar nicht sein. Ja, dann. Was spricht dagegen, dass du einfach nochmal mit Lachgas versuchen kannst? Lachgas hat doch eben nicht geklappt. Das ist ja, lame, das immer wieder mit der die Tatsache, dass die Würfelschwierigkeit höher wird. Mhm. Ja, ich möchte. Da ist ja. Da, wo die mit den anderen MGs stehen, das wird der Schussbereich ist ja relativ weit oben. Ja.
Ne? Das heißt, wenn ich mich da hinsetze an die Mauer, zu der Seite kann ich ja nicht von hinten geschossen werden oder so. Ja, das kann halt nur mal Kugeln über den drüber hinwegfliegen, der eine Ruhe stellen. Ja. Ich kann ja meditieren. Ja. Und dann mache ich das dann. Schmeiß die Jungs da raus, ihr passt auf. Ich weiß immer nicht, was du jetzt vorhast. Ja, das ist ja gleich. Hoffentlich. Und wenn das nicht so eine Lachgas macht, normal wird. Lachnummergas. Es war kein Patz, es war nur kein Erfolg. Ja. Ist ja okay. Ja, deswegen haben sie auch gerade eben nicht gelacht. Ja. Dann bereite ich mir ein Ritual vor. Mit meinen Kräutern, setze mich hin, meditiere, konzentriere mich auf die ganzen Soldaten auf der anderen Seite an dem Kommandobunker. Ich habe auch Ausbilder 2, das heißt, ich komme ja wieder hin. Die so im Umkreis und an dem Kommandobunker sind und den bewachen auf der anderen Seite und möchte sie von ihrem Schicksal und ihrem Leiden hier auf diesem Schlachtfeld befreien. Okay, dann würfel bitte auf Arete. Aufgelöst wird und den Rest sehe ich nicht so gerne. 7 und eine 8. Gut. Du bist mit diesem Ritual einige Zeit beschäftigt, weshalb genau der passende Moment für eine Pause ist, denn das Ritual dauert.